Hallo meine Lieben, heute kommt mein allererstes Ask Lena Video. Ihr konntet mir Fragen schicken mit dem Hashtag Ask Lena und unter meinem Facebook-Beitrag konntet ihr auch kommentieren. Und legen wir mal los. Lina fragt, trägst du lieber Schuhe mit Absatz oder flache Schuhe? Ich trage persönlich viel, viel lieber flache Schuhe, aber zum schicken Ausgehen kann man auch mal die High Heels aus dem Schrank holen. Scarlett fragt, hast du in deiner Vergangenheit etwas getan, was du bereust und was? Und wenn du es rückgängig machen würdest, würdest du das tun? In Klammern noch mal eine Frage zum Nachdenken. Ja, da hast du total recht, da muss man wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Allerdings finde ich, dass man das alles irgendwie im Leben, was passiert ist, auf irgendeine Weise passieren sollte. Und ich glaube, das sind auch die Kleinigkeiten, die einen zu dem Mensch machen, der man heute ist. Und mir fällt jetzt nichts ein, was ich total bereut hätte, außer vielleicht mal irgendwelche fiesen Kommentare zu meinen Mitmenschen oder zu Menschen, die man liebt, wo man was gesagt hat und man denkt dann, oh scheiße, eigentlich hättest du es gerade lieber für dich behalten sollen. Sowas bereue ich dann ab und zu mal. Aber es ist jetzt nichts, wo ich dabei sage, das ist jetzt ein großes Ereignis irgendwo gewesen, das ich auf jeden Fall hätte rückgängig machen wollen, weil ich glaube, das sind einfach so die Kleinigkeiten, die mich zu dem Mensch machen, der ich jetzt hier und heute bin. Sila fragt, was magst du mehr, Deo Spray oder Deo Roller? Ich benutze viel lieber Deo Spray, einfach aus dem einfachen Grund, wenn man schwitzt und wenn einem total warm ist, dann ist das wie so ein kleiner frischer Kick unter den Achseln und Deo Roller klebt immer so. Für welches Kosmetikprodukt empfindest du sowohl Liebe als auch Hass? Sozusagen eine Hassliebe. Das fragt Ina und das ist eine total schwierige Frage, weil eigentlich liebe ich Kosmetik allgemein sehr. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich jetzt auch nicht so begabt drin bin, aber es gibt eine Sache. Da habe ich bestimmt 10 oder 20 verschiedene Produkte zu Hause. Ich habe immer irgendwas spricht immer gegen dieses eine Produkt und ich liebe es eigentlich. Und zwar sind das Augenbrauenstifte. Ich habe so viele Augenbrauenstifte zu Hause und immer habe ich gedacht, boah, das ist jetzt mal die richtige Farbe und damit kriegst du es richtig hin. Und im Endeffekt fand ich meine Augenbrauen dann trotzdem nicht so schön und ja, sagt mir doch mal, wie ihr meine Augenbrauen jetzt gerade findet. Gerade bin ich mal ganz zufrieden eigentlich. Leonie fragt, wie bearbeitest du deine Bilder? Das kommt ganz drauf an, denn wenn ich die auf dem Handy habe und ich die auf dem Handy bearbeite, dann benutze ich meistens Afterlight. Wenn ich die Bilder am Computer bearbeite, dann benutze ich Photoscape, damit kann man so ein bisschen Belichtung und sowas machen, ist dafür ganz gut geeignet. Ist übrigens auch kostenlos und benutze dann manchmal auch noch Pixelmator. Das gibt es allerdings nur für Mac, also für die Apple-Produkte und damit bin ich auch ganz zufrieden. Das kann eigentlich viel mehr, als ich immer benutze. Ich mache da meistens nur die Schrift nämlich für die Thumbnails. Dann haben natürlich auch noch einige gefragt, wie ich zu YouTube gekommen bin und warum ich überhaupt YouTube-Videos drehe. Und das ist eigentlich eine total einfache Antwort. Ich habe früher immer YouTube-Videos geguckt und habe irgendwann mal gedacht, hopp, Lena, du hast eine Kamera zu Hause, mach halt mal ein Video. Und so war dann auch mein erstes Video und dementsprechend schlecht war mein erstes Video auch und unüberlegt und es ging über Nagellack. Ich muss das leider mittlerweile aus dem Netz nehmen, weil ich Urheberrechtsverletzungen hatte, weil ich da einfach ganz normale Musik im Hintergrund laufen hatte. Aber meine alten Videos, manche davon bereue ich schon so ein bisschen. Ich habe damals mit, ich glaube 16 war ich, angefangen. Das ist jetzt über 4 Jahre her. Damals auch noch sehr, sehr unregelmäßig und manche Videos irgendwann, also ich weiß nicht, ne? Manche Videos sind schon schlimm. Ja, manche Videos sind schlimm. Eine Frage, die da ganz gut dazu passt, kommt von der Leonie. Was haben deine Freunde davon gehalten, als du mit YouTube angefangen hast? Davon wusste niemand. Also ich hab's wirklich niemandem erzählt, weder meiner Familie noch meinen Freunden. Und irgendwann kam es halt mal so ans Licht. Ich habe auch zur 11. Klasse die Schule gewechselt.
Und schon am zweiten oder dritten Schultag, wo ich noch ganz neu war, wusste das irgendwie die ganze Stufe. Ich habe keine Ahnung, wie sich das rumgesprochen hat und ich habe wirklich keine Ahnung, wie das da rausgekommen ist. Auf jeden Fall, irgendwann hat sich das so schnell rumgesprochen. Ich glaube, meine Mama und so, die waren trotzdem eine der Ersten, die das dann irgendwann mal erfahren hat. Weil man merkt ja auch, wenn da das Kind oben in seinem Zimmer sitzt und plötzlich redet und filmt und... Ja, keine Ahnung, ich glaube, sowas kriegt man einfach mit als Elternteil. Und so kam es dann so langsam raus und ich wurde eigentlich aber auch von meiner Familie da immer wirklich gut unterstützt. Und ich kenne jetzt wirklich kaum Leute, vielleicht ein oder zwei, die das nicht gut finden, dass ich YouTube-Videos mache. Aber sonst kriege ich da eigentlich durchweg positive Worte. Dann haben mich noch einige Mädels gefragt, ob ich mal einen Fan-Call machen will. Und da habe ich mir gedacht, ich habe bald meine 2000 Abonnenten erreicht. Jetzt, während ich dieses Video drehe, habe ich schon über 1950. Das heißt, es fehlen nur noch ein paar. Und bei 2000 Abonnenten wollte ich wieder ein Abonnenten-Special machen. Und da wollte ich vielleicht auch mal ein paar Leute von euch anrufen. Also, ich verlinke euch mal hier unten in der Infobox meine Facebook-Fanpage und da könnt ihr mir auch private Nachrichten schreiben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir da mal eure Handynummer schreiben und vielleicht wirst ja du angerufen. Iman fragt, wo wohnst du? Also in welcher Stadt wohnst du? Und ich wohne gerade noch in Landau in der Pfalz, aber ich ziehe demnächst um und zwar nach Mannheim. Sarah fragt, hast du einen Freund? Ja. Oh, Tina fragt auch, ob ich einen Freund habe. Ja, ich habe einen Freund. Lena hat auch noch eine ganz gute Frage und zwar, was wolltest du früher immer werden? Ich denke mal, das bezieht sich auf den Beruf. Und als ich ganz klein war, wollte ich natürlich immer Tierärztin werden, so wie jedes Mädchen früher, das ich kannte. Weil Tiere sind einfach total lieb und Tieren will man helfen. Und wir hatten dann auch ein Kaninchen früher und irgendwann hatte das Hinterbein Lähmung, das heißt, es war wirklich ab dem Bauch gelähmt und das muss dann immer Spritzen kriegen und spätestens da habe ich gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil ich kann absolut keine Spritzen sehen und ich könnte einem Tier auch niemals eine Spritze geben. Vanessa fragt, wie würdest du reagieren, wenn du 1 Million Abonnenten erreichen würdest? Wow. Also 1 Million wäre schon... Das wäre krass, ja. Die Lena Marie fragt, schminkst du dich oder nicht? Muss ich das jetzt wirklich beantworten? Sammy fragt, wie kann man so locker vor der Kamera sitzen? Du, Sammy, das ist einfach eine reine Übungssache. Also ganz am Anfang, wenn man sich mal meine ersten Videos anguckt, da stotter ich vor der Kamera hin und laber einen Dreck zusammen. Und man redet zwar irgendwie mit keinem Menschen, aber ich weiß, dass ihr das draußen seht und ihr seid Menschen. Also rede ich eigentlich gar nicht nur mit einer Kamera, sondern ich denke mir immer, ich rede mit euch. Und falls mal wirklich was daneben geht, hallo, es gibt noch ein Schnittprogramm am Computer. Sinem fragt, wie alt ich bin. Ich bin 20, aber ich werde Anfang September 21. Angelina fragt, was möchtest du 2015 noch alles erreichen? Darüber habe ich mir jetzt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich fange im September mein Studium an. Und mein allererstes Ziel 2015 ist erstmal da durchzuhalten. Und ja, ich denke, aller Anfang ist schwer und natürlich will ich auch noch, dass meine YouTube-Community weiter wächst. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich so ein richtig konkretes Ziel, das ich mir für 2015 gesetzt habe. Die Dorentina fragt, kannst du mehr gut tanzen oder gut singen? Was ist das denn für eine Frage? Ich bin jetzt in beiden nicht so der Number One-Typ. Also ich kann Standardtanz tanzen. Ich kann mich auch ein bisschen bewegen, ja, aber ist jetzt nicht so, als könnte ich super gut tanzen, würde ich jetzt mal behaupten. Und singen ist jetzt auch so eine Sache, ne? Ihr werdet kein Singen hier auf diesem Kanal sehen. Nope. Das war
waren alle Fragen, die ich jetzt beantwortet habe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wollt ihr dann mal wieder ein Ask Lena Video? Dann schreibt es mir in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr mir Fragen stellen wollt, dann geht doch mal auf meine Facebook-Seite und schreibt mir dort. Oder ihr schreibt mir auf Twitter. Seht ihr alles unten in der Infobox, ist alles verlinkt. Und wie gesagt, für einen Fancall schreibt mir bei Facebook und bitte, bitte schreibt nirgends öffentlich eure Nummer hin. Schreibt mir wirklich nur eine private Nachricht auf Facebook und ich werde die dann auch lesen. Und dann bis zum nächsten Mal, lasst mir ein Abo da und tschüss!